Hallo und willkommen zurück zu einer Folge von Daisy Livonia. Zu zweit. Und er hat's richtig gesagt. Natürlich, 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 Standard, so wie immer. So, ich gucke jetzt mal ganz kurz auf der Karte, dass wir uns jetzt nicht verfahren, weil unnötig verfahren müssen wir uns mit diesem Rumgespawne, Rumgebagge, Rumgewerfe. Dein Auto springt bei mir. Mein Ja, Auto. deins auch bei mir Wow. gleichzeitig. Ja. Ey, das ist wie so ein Lowrider-Treff. Wackelt also ein bisschen rum, bevor es losgeht. Okay, wo sind wir denn? Bei 1115. Ach ja. Hier bei der Straße, ne? Genau. Genau, das heißt. Die nächste rechts und dann. Warum fährt man da nicht los? Ach so, dein Motor ist an. Ja, Kick. Ich höre einen Motor, der dreckt doch. Nee, halt Abstand, halt Abstand. Ich bin auch zwar wenig, aber ich bin auch ab und zu nach links und rechts gespawnt. Gott sei Dank wenig. Was fliegt da? Was fliegt da? Was fliegt da? Was? Eine Waffe, Trinkflasche und eine Graugranate, ist egal. Der einzige Raket wäre im ganzen Spiel, egal, weiter. Ja. Die haben mir doch das Video gemacht mit dem Zeug damals. Ja, genau, das war ja. Das müsste auch schon. Na klar, muss ja schon lange online sein. Nur, dass du Bescheid weißt, ich fahre nicht zwingend über 40, sofern links und rechts Bäume, Häuser, whatever steht. Nur auf freier Fläche fahre ich über 40. Da steht ein Fass. Ach ja. Warte, dann nehme ich's mit. Ach so, ja, jetzt kannst du ja. Geil. Geil! Chippe, chippe, chippe. Pieselt euch, Zombies. Ich mag euch. Ich mag euch. Nee, doch nicht. Doch, doch. Ich mag euch dann, wenn ihr in die richtige Welt kommt. In the real life. Dann mag ich euch ganz dolle. Und wenn ihr in euren immer Schrotmunition habt. Immer schön in die Fresse mit der Schrotmunition. Also Leute, jeder Mensch auf der Welt muss jetzt mindestens drei Kugeln permanent dabei haben. Ich bin jetzt fast gegen Schild geflogen, dadurch durchs Rechtsbohren. Ja, aber eigentlich, ja, darum, ja. Ich fahre jetzt auch nicht hier über 40. Also, na gut, 42 fahre ich gerade. Aber nur, dass du Bescheid weißt, ne? Ich fahre wirklich nicht schnell, da habe ich gar keinen Nerv drauf. Bist du rechts durch den Wald gefahren, die Hauptstraße weiter? Ja, einfach geradeaus weiter, ja. Okay. Ich sehe dich gar nicht mehr. Bist du schon nach der Barrikade? Ah, doch, Nein, da hinten da davor bist du. bist. Ich sehe dich, ja. Und hier bin ich vorhin gegen gespawnt. Da fahre ich jetzt hier mit im ersten Gang mit ganz langsam. Ja, jetzt wäre ich schon wieder nach rechts gespawnt. Aber hey, so langsam war. Und ich nach hinten. Ja, ich auch gerade. Dadurch bin ich genau angehalten. Alter, das Lenken Da ist gerade vorne richtig scheiße. Wölfe, da laufen Wölfe auf aus der Street. Wäre so krank, wenn die Wölfe jetzt hinter dem Bären hinterherlaufen. Ja. Oh nö, die stehen hier. Hier am Straßenrand. Stehen hier am Straßenrand und rappen rum. Wow, nach hinten. Da liegen sind sie. Zwei Stück. Drei. Vier. Wo denn? Links? Jetzt ernsthaft nicht? Nö. Direkt hier vorne. Nö. Warte, jetzt sind sie welche auf der freien Fläche links. Machen wir es auch ein bisschen weiter. Ich höre welche. Da, ja, hier vorne sind sie. Die kommen jetzt gerade Ah, auf uns hier. zu. Ja, genau. Okay. Okay, also die sind direkt vor uns. Das hört sich an, als ob die auf der anderen Seite der Karte sind. WTF. Alter, wie? Ich habe Angst. Die beißt nicht durch das Auto durch, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Tschüss. Rückwärtsgang. Da wäre es aber interessant, wie das ist ohne Tür. Mit Tür. Vorwärtsgang.
So, drei sind schon tot. Also ja, ich bin schon im nächsten Dorf. Geht ja gar nicht. Oh mein Gott! Zurückgespawnt. Oh, aber wie? Schon wieder. Schon wieder. Ich meine, ist das synchron? Hey! Die Macher des Spiels haben wir doch mal was hingekriegt. Der Macher von der Z hat ja ein neues Spiel rausgebracht, wo ich mir so denke, Alter, mach da erstmal eins richtig. Was denn für eins? Weiß ich nicht, wie das hieß. Das war irgend so ein. Also hat mir gar nicht gefallen. Bist du auf irgendeiner komischen Welt, dann musst du da irgendwelche Aufgaben machen, dann musst du halt von der Welt wieder wegfliegen. Also, naja. Hast du so eine Art Weltraumgedöns? Genau. Ich glaube, das habe ich schon gesehen. Von Peatsmeet habe ich das gesehen. Wenn du ganz durchgefahren bist, rechts. Also weit wie es geht halt. Ja. Am besten bevor die Bombe runterkommt, weil da kommt öfters eine Bombe runter. Grunor. Bärchen, where are you? Kommt da um die Ecke und haut dein Auto um, ey. Double Flip, Triple Flip, Headshot. Monster Wolf. Excellent Wolf. Gamescom Köln, was sagst du, Kalle? Oh mein Gott. War auch schon wieder. Nein. es gibt kein Spiel, worauf ich warte. Ich bin da tatsächlich damals so hingegangen, wegen Metro Exodus. Ja. Und halt, ja, und wegen zwei, drei anderen Spielen noch, aber die waren nicht so gut. Und ja, jetzt gibt's momentan kein Spiel, worauf ich warte, was ich, ja, erwarte, so gesehen. Deswegen ist das jetzt momentan eher nö. Na gut, ich meinte, jetzt wird sowieso nichts sein. Alter Schwede. Aber wenn das irgendwann mal wieder vorbei ist mit Corona, dann will ich da auf jeden Fall da nochmal hin. Aber ja, dann für zwei, drei Tage, dass man irgendwie da pennt. Richtig. Freitagabend hin, Samstag, Sonntag sich da einen Termin, oder Samstag wenigstens kompletten Tag sich da einen Termin holt und Sonntag wieder zurück. Ja. Weil ein ganzer Tag reicht da völlig aus. Wir waren ja ziemlich früh weg. Ich glaube, wir sind da schon um 16 Uhr wieder abgehauen. Ja. Also ich konnte auch nicht mehr, es ging nicht anders. Nee, das war wirklich, wir sind 3 Uhr nachts oder 4 Uhr nachts losgefahren. Ich hab Standbild. Ich glaube, ich bin rausgeflogen. Ja, dann ja. Fuck, und du bist so schnell. Nicht gegen Baum. Ja. Am Baum. Du gibst doch Gas. Direkt. What the fuck? Du hast übel gelenkt und direkt gegen Baum gezogen. Wow, ich hab gar nichts gemacht. dieses Spiel, Alter. Gut, der Kühler wird definitiv kaputt sein. Das ist schon wieder diese gleiche Kacke, ja. Der Reifen vorne einer ist kaputt. Beide Reifen vorne kaputt. Nein, das ist Auto im Arsch. Scheiße. Ja, Motorhaube ist ruiniert. So, du bist raus. Okay, also angeht der Motor nicht, aber er ist gelb, nicht rot. Wieso kriege ich die Motorhaube nicht auf? Ach, weil die ruiniert ist? Okay, was bringt mir... Ja? Was bringt mir das, wenn ich den scheiß Bericht speichere, aber nicht gleich zu den hinschicke? Keine Ahnung. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Oh, jetzt kann ich öffnen. Scheiße. Zündkerze ruiniert? Habe ich eine dabei, aber Autokühler. Ich hoffe, du hast einen Autokühler dabei. Ja. Ah, geil. Habe ich mein Inventar. Na gut, und im Auto selber. Ja, das ist schon wieder der gleiche Fehler. Was soll ich machen? Das wird jetzt eh bald wieder passieren. Ja, wollte gerade sagen. Problem ist halt, du brauchst halt nicht mal sachte fahren, weil sobald du rausfliegst, gibt da Vollgas. Ja. So klang es jedenfalls. Ich weiß ja, ob es auch tatsächlich so war, aber so klang es halt. Ja, weil ich halt in dem Moment, wenn es passiert, immer noch im Vollgas bin. Wahrscheinlich deswegen irgendwie. Ja. Kann ich erstmal nur auch bei dir mitfahren.
Ansonsten muss das Spiel mal oh mein Gott! Deinstallieren und neu runterladen. Wollte ich auch mal machen unbedingt. Vielleicht läuft es dann bei mir auch wieder besser. Jetzt ist die Frage nur, wo du spawnst. Ich gehe mal eigentlich vom Baum aus, direkt vorm Baum. Also Auto habe ich auf jeden Fall weggefahren. Okay, du kannst auch nicht in einem Auto spawnen. Wenn irgendwas im Weg ist, spawnst du immer woanders. Also in näherer Umgebung, ja, okay. So, deine Karre wäre wieder... Achso, muss ich wieder reinpacken. Der ist rot bei mir. Achso, den Motor wollte ich mir noch... Okay, Motor mache ich auch nochmal schnell heile. Warte, 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 bevor du startest. Der ist rot, ne? Hä, nein, der ist gelb bei mir. Also wenn ich da vorne drauf gucke, Olga 24, der ist rot. Nö, bei mir gelb. Ja, da in dem Dings drin, aber hier vorne. Achso, ja, ja, klar, weil die Motorhaube Schrott ist. Nee, nee, das ist ja die Motor, die ist ja extra, aber wenn du runter guckst. Da ist bei mir alles gelb. Achso, ja, die Front ist kaputt. Ja, okay, gut, ja. Ja, gut, die kannst du ja nicht abmachen. Ist das denn nicht das Auto allgemein? Nee, 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 nee. Ja, guck mal, das Dach ist ja auch extra, ist auch total dumm. Ah, das ist wahrscheinlich dementsprechend, wie verkratzt das denn immer ist, ne? Richtig. Gut. Motor kannst du nicht reparieren, komischerweise, warum auch immer. Ich versuch's mal mit meinem Schraubenschlüssel, vielleicht ist er besser. Damit habe ich mein Auto nämlich auch schon dreimal repariert, der ist schon... Oh, Gott sei Dank habe ich das Nein, der Reifen ist komplett im Arsch. Ja, 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 der ist komplett. Keine Ahnung, deinen Motor kann man nicht reparieren. Ja, jetzt die Frage, wie machen wir das jetzt? Ausprobieren wir das mal. Problem ist, wenn du jetzt nochmal einen Unfall baust, haben wir nichts mehr zum Reparieren dabei. Warum ist denn jetzt mein Motor kaputt? Ich sag jetzt nicht, die Batterie ist jetzt leer. Jetzt kann ich die Motorhaube nicht aufmachen. Ah, ist ja hinten drin. Warum hat denn meine Zündkerze vom Auto genommen? Ah. Was habe ich denn da gemacht? Okay, ja, kann's fahren. Ohne Unfall fahren, ne? Ich stehe. Er ist einfach angehalten. Ja, 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 ja. Jetzt geht's weiter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Ich versuche links zu fahren. Oh Gott. Die Reifen blockieren zwischendurch immer. Das kann sein. Ich bin eine längere Zeit mit einem kaputten Reifen gefahren, mit zwei direkt. So mutig war ich jetzt noch nicht. Sind doch bald zu Hause, oder nicht? Na, Aber naja. Wie oft? Alter. Nee, eigentlich nicht, wir sind ganz unten. Ein-, zweimal spawnen, das mag ja noch Standard sein, aber nicht 10-mal hintereinander. Okay, müssen wir jetzt öfters mal an irgendein Auto dran vorbeifahren von meinen, mal gucken, ob da ein Reifen ist. Jo. Anscheinend braucht man jetzt doch neue Reifen. Jo. Alter, ich gebe die ganze Zeit Vollgas, der kommt nicht voran. Alter, spiel jetzt zurück, wieso? Oh. Alter, fahr! What the fuck, ey? Hier steht nicht ein Auto von dir. Ich packe die dann sofort auf die Straße oder wechsel dann direkt hier. Hier steht ein Auto. Schreibe ich mal kurz aus. Nö, nö. Nö. Eine Frontklappe ist aber eine heile. Welche Farbe? Nein, deine. Halt an! Okay. Ja, musst du mit Hand runternehmen. Aufmachen? Ich versuch's. Da steht. Ja. Oh fuck, jetzt werde ich angerufen. Ah, fuck.
Ja, okay, gut. Ich werde gerade. Ja. Okay. Bis gleich. Hallo. So, weiter geht's. Achso, Timer muss ich auch weiterstellen. Ja, da kam ein richtiger Anruf. Er ist schon weitergefahren. Ich sag dir gleich mal, bis wohin du fährst, damit du nicht zu weit fährst. Jetzt zieht die ganze Zeit so ein bisschen an links und rechts durch die kaputten Reifen. Ja gut, das kann sein, ja. Du, oh Gott. Ach, du bleibst auf der Straße komplett, bis du halt bei uns bist. 8550 musst du wieder abbiegen. Ah ja. Das ist ja geil. Ja, ballerst du noch gerade aus. Gut. Also, naja, ballern. Der kommt auch nicht schnell. Ich bin jetzt gerade mal bei 50 oder so. Ja, sei froh. Mal ganz. Ja. Ist wie Automatik. Richtig geil. Vollgas, ja. Ja, einfach Vollgas. Ach, Tempomat meinst du, oder? Ja, Tempomat. Was hab ich gesagt? Gott. Automatik. Ach so, ja. Nee, wie bei Lambulli mit Wohnwagen. Tempomat, Vollgas im fünften Gang, ja. Oh, das war aber auch heftig. Muss immer noch Schub-Tuning machen auf 300 PS, ja. Ist schon heftig, ja, das, ja. Ich dachte, Schiss, dass da denn irgendwas passiert später. Ja, nein. Wie viel PS hast du? 105, ne? 102. Ja, also auf 100. Oh Gott! Nach rechts. Auf 120 können sie ihn ohne Probleme machen. Weil, wenn ich bedenke, dass ich mein Auto angeblich auch auf 280 ohne Probleme machen kann, würde ich niemals machen, weil das ist ja. Das sind fast. Keine Ahnung. Von 200 auf 280, wie viel Prozent das ist, wollte ich gerade sagen, aber keine Ahnung. Doch 40. Ja. Klar, 40 Prozent. Ja. Durch diesen Chip hätte ich nochmal 17 mehr bekommen. Ja, und das wäre nicht verkehrt. 190. Boah, 120 ist schon gut. Gut, ich persönlich würde mir niemals mehr ein Auto kaufen mit unter 150 PS. Schon allein wegen Wohnwagen ziehen. So, was hast du gesagt? Bis 8500? 8550. Nicht. Achso, okay, für 50. Okay, muss ich noch eins weiter anscheinend. Weil das ist ja noch nicht unsere Straße. Achso, nee, dann bist du jetzt hier bei der ersten, bei der nächsten musst du dann. Okay. Alter, nicht nach rechts ziehen, wenn ich kurz vor nach. Ach, da bist du ja genau die nächste, ja. Glaubt, ich habe dafür noch Ersatzreifen, ey. Das ist kein. Ja, gut, sonst nimmst du von irgendeinem anderen Auto und das bei uns steht. Ach so, wir sind ja nicht auf Niveau. Doch, wir sind ja nicht auf der anderen Karte. Weiß ich gar nicht, wie viele Autos wir jetzt hier davon haben noch. Na, doch, ich glaube, zwei auf jeden Fall. Oh, da hinten ist sogar gerade grüne Zone, sehe ich gerade. Oh nein, nicht bei uns, oder? Oh, warte, ja, stimmt. Das wäre das erste Mal. Stimmt, hätte ich ganz vergessen. Zwei da oben. Haben wir. Nein, echt? Ja, ich sag das, grüne Zone. Fuck. Tatsache. Nein, das ist nicht bei uns oben, das ist bei Dings, weil er ein Vizierbe ist. Ja, aber wir müssen uns irgendwie dran vorbeikommen. Ja, sonst fahren wir hinten rum. Hinten rum? Oh yeah, boy. Umleitung, wie abwegig. Abwegig. Bis jetzt hat man eigentlich immer Glück. Ich hab Bock auf. Einmal hat. Hä? Ich hab Bock auf Eis. Mach's mir Erdbeereis. Ich hab Bock auf China. Hat die auch erst überlegt, ob ich da heute. Du hattest doch welchen, du Arsch. Wo ist mein Taser? Ich hatte heute keine. Nee, aber das letzte Mal. Letzten Freitag, Samson, alles. Da hatte ich Reis. Nee, Nudeln? Nein, nee, doch Nudeln, ja. Ja. Reis. Wer geht zum Chinamann und bestellt sich Reis? Ich, davor die Zeit. Vegetarier vielleicht. Veganer. Nee, Vegetarier war, glaube ich, schon richtig. Ja. Irgendwie. Wir haben die beschissenste Stelle hier eigentlich. Hier kommen drei Bomben runterkommen. Hier einmal, da vorne, wo sie runtergekommen ist, und einmal bei uns da oben. Wow. Ich hoffe, wir kommen da überhaupt dran vorbei von hier. Ja, deswegen. Scheiße, nicht das. Ich hoffe, das ist nicht über die Straße. Wenn ja, gibt's Nackenstelle, ne? Das sag ich dir, Minion. Ja, du hast die Stelle ausgesucht. Na gut, weil die auch wirklich geil ist. Ja, das stimmt. Oh das Gott! Natürlich... Oh, du bist bei mir gerade angehalten und nach hinten gespawnt. Ja. Oh. Du nicht? Doch, aber einen Ticken später. Ach so.
Das, obwohl ich schon Abstand halte. Eröffnet. Ja. Ja, ich will ja dir nichts sagen, ne? Ah, nee. Straße ist blockiert. Tatsache. So, das heißt, rechts ist eine Wälder dran vorbei, oder was? Ja, okay. Tatsache, aber richtig. Scheiße. Oder wir warten jetzt 20 Minuten hier. Geht auch. Wir können es ja so lange auslocken, oder? Wenn wir jetzt verwandeln lassen. Oh, nicht. Ja, aber was willst du jetzt 20 Minuten lang machen? YouTube. China-Nudeln willst du mir vorbeibringen? Ja, ich darf ja nicht zu dir oder ach sonst ja. Wo erstmal. Stimmt. Oh Gott. Geht das überhaupt durch die... Ja. Okay. Oh Gott. Jetzt bin ich nach vorne gespawnt. Geschnellt. Sag, wenn du Schaden kriegst. Ja. Bis jetzt noch gar nicht. Oh Gott. Jetzt hab ich da abgenommen, um zu schreien. Oh, das ist ein bisschen anstrengend. Jetzt überlege ich gerade, ob wir hier überhaupt ran lang... Nee, hier kommen wir auch nicht lang. Oh du, Gott, aber nicht rückwärts, nicht rückwärts, nicht rückwärts. Komm überall lang. Los. Zugriff. Du sag mal, ist das vielleicht doch bei uns oben auch? Ja, ich hoffe es nicht, ey. Da ist ein Stein, du bist auf den Stein drauf. Eigentlich noch nicht, aber ja, okay. Laut Spiel, ja. Ist ja noch nicht fertig. Wie weit kommen wir denn hier lang? Vielleicht haben wir wirklich Glück. Vielleicht ist das ja wirklich genau der Rand. Bis jetzt? Ja. Oh, nee, da nicht. Okay. Aber hier. Wir müssen gar... Genau. Ist natürlich auch gut zu wissen für später, ne? Ja. Bum, bum, brrr. Obwohl, wenn wir ballern und da ganz kurz was kommt, dann ist es ja auch eigentlich egal. Stimmt eigentlich. Was warst du denn da? Ja, Offroad. Warte, stopp. Kriegst du Schaden? Nein. Und wenn, ist mir das jetzt scheißegal, ich baller jetzt hier hoch. Alter, das sieht so doll in der Zone aus. Wow, okay, nö. Nö, jetzt sind wir raus. Geil. Gott sei Dank. Oh Gott. Und wieder zurück. Ja. Ich wollte nicht schon wieder in die Zone. Zone lässt mich nicht mehr los. Halt mich, Phil, das sag ich nicht. Nö. Tor ist zu und ganz ja. Schnell. Ich renne! Okay. Gut. Ich höre einen Zombie. Scheiße. Ich komme da nicht drauf. Ich komme. Ich treffe den nicht! Wenn ich hochkomme, oder? What, wie viele Schuss haben sie gebraucht? Dün. Ja. Alle. Da kommt noch einer. Oh Gott, gerade nach vorn gespawnt. So, die Hebelkamera hat's geschafft. Noch einer. Was ist hier los? Ja, ich würde sein, weil ich mit der lauten Waffe schieße. Geh mal kurz in den Container. Okay, wir haben es geschafft. Okay, na ich noch nicht. Ich muss noch reinfahren. Sag jetzt hier nicht, hier ist noch ein Zombie. Keine Ahnung. Nicht nach hinten spawnen. Du musst vor. Der kommt hier nicht den Berg hoch. Nein. Doch. Oh, Gott sei Dank, ey. Sehr knapp, aber ich hab's geschafft.
So. Gott, jetzt haben wir so viele Zeltdächer. Wo soll ich... Ich pack die einfach rein. Ich pack Zeltdächer in die Zeltdächer. Nicht schlecht tun sie dies. Nicht, oder? Gut. Das wird jetzt eine Folge, wo wir nicht sortieren. Also das seht ihr nicht. Wir sortieren jetzt hier alles um, aus, rum, rollen, links, rechts. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt einen Daumen, schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.